ein Bild wie aus einer Winnetou-Kulisse. Und man glaubt, gleich reiten die Apachen durch die Gegend, aber weit gefehlt. Es handelt sich hier um eine der geologischen Schätze aus unserer Region, dem Steinbruch Hohenegger zwischen Frankenberg und Rodenbach. Ja, also wir befinden uns hier im Steinbruch Hohenegger bei Frankenberg und dieser Steinbruch hat eine besondere Bedeutung für die Geowissenschaften. Hier sind vor 250 Millionen Jahren Pflanzenreste in einem Meer eingespült worden. Wir befinden uns hier im Bereich einer Küste bzw. einer Lagune und in diesem Meeresbereich wurden vom Land her vor 250 Millionen Jahren Pflanzen und auch Sedimente eingespült worden. Und diese Sedimente sehen wir hier im Hintergrund. Diese Bank, die nennt sich Städtebergformation, die enthält diese Pflanzenfossilien. Und die haben eine besondere Bedeutung für die Wissenschaft, denn diese Pflanzen sind in einem sehr guten Erhaltungszustand. Es handelt sich in erster Linie um Nadelgehölze, die hier vor 250 Millionen Jahren gelebt haben. Und diese Nadelgehölze waren zum Teil auch Nahrungsgrundlage der Reptilien, die hier 30 Kilometer weiter nördlich in der Korbacher Spalte gefunden worden sind. Und diese Pflanzenfossilien sind in einem sehr guten Erhaltungszustand und das macht sie auch für die Wissenschaft besonders interessant. Aber auch heute hat der Steinbruch Hohenegger einiges zu bieten. Seltene Pflanzen und Tiere haben hier ihr Refugium gefunden. Und man kann die von Norbert Panek angesprochenen Fossilien entdecken. Ja, hier in dieser Schicht sieht man sehr schön Pflanzenreste. Die Pflanzen sind teilweise auch auseinandergefallen im Laufe der Zeit und man sieht dann hier nur kleine Holzreste, Holzpartikel oder auch Reste von Blattorganen. Aber man findet natürlich auch vollständig erhaltene Pflanzen. Da muss man mal hier dann doch ein bisschen länger suchen. Wir haben hier einmal eine Muschel oder zwei Muschelabdrücke, was natürlich beweist, dass hier also früher mal auch ein Meer vorhanden war. Und wie gesagt, in dieses Meer sind auch vom Land her Sedimente eingespült worden und diese Sedimente enthalten Fossilien, Pflanzenfossilien. Hier sieht man sehr schön einen kleinen Zweigabschnitt mit den Nadeln, die sehr gut erhalten sind. Und wie gesagt, das macht halt das Besondere dieser Fundstelle aus, dass wir sehr gut erhaltene Pflanzenfossilien hier vorfinden aus der Permzeit. Ja, wir stehen hier vor einer Wand, einer Steinbruchwand, die mit noch zu dem schutzwürdigen Bereich zählt. Und man sieht hier, dass die Gehölze langsam die Wand überwuchern, zumindest im oberen Teil oben. Die Wurzeln können natürlich dieses Gestein auseinanderbrechen. Es bildet dann wieder einen Gefahrenpunkt. Und hier wäre es sinnvoll, diese Gehölze zu beseitigen. Das romantisch gelegene und streng geschützte Naturschutzgebiet wird allerdings oft auch zu Feiern und Grillpartys missbraucht. Es werden Feuer gemacht und der Müll bleibt liegen. In dem kleinen Teich, Wassersammelstelle, der zum Steinbruch gehört, leichenseltene Reptilien, aber ausgesetzte Goldfische sind dort auch zu finden.
Gerne hätte Eder Dampfradio die Stadt Frankenberg um eine Stellungnahme gebeten. Bürgermeister Rüdiger Hess hat abgelehnt. Zurzeit beschäftigt sich der Magistrat mit dem Naturschutzgebiet. Stattdessen hat aus Sicht des Bürgermeisters der Umbau des Bahnhofsvorplatzes eine höhere Priorität als dieses wertvolle Gebiet Steinbruch Hohenecker. Und es wurde ein Interview über den Bahnhofsvorplatz angeboten. Nach Schätzung von Norbert Panek müssten ca. 20.000 Euro investiert werden, um dieses wertvolle geologische und auch touristische Highlight für Frankenberg in einen angemessenen Zustand zu bringen. Kleine Infotafeln, die Wege müssten in Ordnung gebracht werden. Und das Ganze würde auch bezuschusst werden und müsste also nicht in einem Jahr abgefackelt werden, so Panek. Dafür hat man etwas Zeit. Die Stadt Frankenberg hat zumindest zugesichert, das wertvolle Gebiet auf Müll zu kontrollieren und entsprechend auch ab und zu dort zu schauen, ob weiter illegale Grillpartys stattfinden.